eine witzige Anekdote, wo ein Anwohner aus dem Matthäus-Quartier mal uns angerufen hat, wo hier an einer Baustelle war, für Lösingen-Marazzi, und sie ihre Katze gesucht hat. Und ich habe dann angerufen und gesagt, hey, könntest du vielleicht mal in der Baugrube schauen, ob man eine Katze findet? Keine Ahnung. Also, aber eben dann angerufen und gesagt, hey, Spico Bell, wir haben die Katze gefunden, die Dame ist wieder total glücklich und happy. Und dann irgendwie gedacht, ja, das ist ja noch lustig, dass man irgendwie, es war ja eine Grossbaustelle gewesen, dass das auch irgendwie auch funktioniert hat und dass irgendjemand aus einem Quartier dann tatsächlich mehr anruft und ich sage, was habe ich für eine Aufgabe? Ich bin Stadtplaner und ich muss mich jetzt um eine vermisste Katze kümmern. Das sind eben auch Sachen, das ist das, was das Ganze auch menschlich macht. Also es ist nicht einfach irgendein Produkt, das hier angetatscht wird, aus einem Plan raus und dann entstehen hier Häuser und irgendeine grosse Parkanlage, sondern es hat auch wirklich menschliche Komponenten, die man dann im Alltag in so eine spezifisches Bedürfnis muss ich irgendwie lösen. Und ich sage, das ist eben auch schön. Ich habe ganz viele schöne Erinnerungen schon, also in den erst 2,5 Jahren, die wir hier wohnen. Spontan, dass mir jetzt gerade in den Sinn kommt, ist, hier haben wir im Winter, also wirklich 2-3 Meter weiter hinten, einen ganz tollen Event gehabt. Und zwar war das es war kalt und wir haben Fondue gegessen, also es kamen ungefähr 40 Leute, glaube ich, so wie ich das in Erinnerung habe. Das war einfach toll, also mit 40 Nachbarn und Nachbarinnen zusammenzusitzen, Fondue zu essen, zu schwatzen und einfach die Zeit zu genießen miteinander. Ich denke, gute Nachbarschaft ist, dass man einfach das nötige Verständnis aufbringt für das Gegenüber. Das kann auch innerhalb des Blogs selber sein, das ist sicher innerhalb von der Familie. Ich denke, auf den Respekt und das Verständnis, das ist für mich so das, was auszeichnet, dass es dann kann funktionieren als Notbeschaffung. Ja, also wir haben ja auf der Erlenmatt dieses Ambassadorensystem, wo wir eine Gruppe von Bewohnern und Bewohnerinnen in unregelmäßigen Abständen, ungefähr einmal im Monat, etwas organisieren für die Nachbarn, für Kinder, für ältere Leute, für vielleicht auch Leute, die jetzt nicht unbedingt so von sich aus auf die Nachbarn zugehen, sondern wo man sich vielleicht mal anmelden kann und dann trifft man automatisch Leute und kennt dann jemanden und dann ergeben sich so auch wieder neue Bekanntschaften und das ist Gold wert. Ich habe extrem Spass, weil das Areal jetzt am Wachsen ist und es voll davon leben und ich hoffe, solange der Kanton schafft, dass ich hier noch irgendwie etwas dazu beitragen und habe selber Freude, wenn die Leute, die hier wohnen und sich hier aufhalten, auch Spass haben.